geht ab, liebe Filmfreunde? Hier ist wieder euer Pete von We Love Movies, We Live Movies. Und es geht weiter in die vierte Runde, was das Thema Predator angeht. Und heute mit Alien vs. Predator 2. Mega unterschätzter Film. Ich verstehe aber trotzdem jeden, der den nicht mag. Ich kann euch einfach nur sagen, dieser Film ist wirklich an der Schmerzgrenze, was das Brutale angeht. Also da sind Szenen drin, die sind wirklich... Das ist hart. Das ist wirklich hart. Und ich habe den Film auch damals in England sogar im Kino geguckt. Und das erste Negative, was ich zu Alien vs. Predator 2 sah, ist, der Film ist dunkel. Kann jetzt aber auch mittlerweile sagen, wir haben jetzt hier Alien vs. Predator 2 noch, das ist DVDs. Bin ich ehrlich, das könnt ihr nicht mehr gucken. Das Bild geht gar nicht. Die Edition ist zwar immer noch schick, aber das Bild kann man sich wirklich nicht mehr geben. Das muss ich wirklich sagen. Hier haben wir die Blu-rays. Hier ist die Extended Version und hier ist die Kinofassung. Und die Extended Version ist jetzt die neueste, die ich auf Blu-ray habe. Die ist noch nicht so alt. Ich glaube, vielleicht ein, zwei Jahre. Irgendwas in der Dreh. Hab den dann geguckt und wenn man alles dunkel hat, man erkennt wirklich gut was. Also es ist die beste Bildqualität, die es gibt und ist auf jeden Fall auch erträglich. Also die Splatter-Szenen erkennt man so oder so. Und ich muss jetzt unbedingt auf diese Story von diesem Film eingehen. Also der Anfang ist das Ende von Alien vs. Predator 1. Kommt ja ein Predalien aus einem Predator raus. Aus dem, der nämlich am Ende dann stirbt. Bei Alien vs. Predator 1, den dann die ganzen Predator mit aufs Schiff bringen. Aus dem kommt das Predalien raus. Und ich habe ja schon im ersten Teil gesagt, diese Predators da sind Teenager. In einer Umgebung voller Facehugger und Aliens nimmt er seine Maske da ab, nur um sich da sein Ding da zu machen und kriegt dann den Facehugger ab. Selbst dran schuld. Na jedenfalls, der wird auf das Schiff gebracht bei Alien vs. Predator 1, das Schiff fliegt los. So, Teil 2 fängt an, das Schiff ist noch, glaube ich, in der Nähe von der Erde und auf einmal bricht das Fieder aus. Aber das Schiff wird von dem großen Schiff getrennt, das ist dann nur noch ein kleines Schiff und das stürzt dann wieder auf die Erde ab. Und das Predalien, das ist halt schon so groß, das ist eine Mischung aus Predator und Alien. Ich würde sagen so 80% Alien, 20% Predator, hat halt auch solche Dreadlocks. Seht ihr hier die Dreadlocks? Halt so eine Mischung. Und dieses Vieh hat es wirklich in sich. Also sieht auch echt eklig aus. Jedenfalls so ein kleines Raumschiff stürzt dann auf die Erde. Mitten in Colorado in einer Kleinstadt. Kommen wir gleich wieder zum Thema. Es soll ja keine Charakterzeichnung da geben. Jetzt mal ganz ehrlich, was erwartet man denn? Das ist eine normale Kleinstadt. Und ich finde das Szenario, wie das dargestellt wurde, extrem realistisch. Es ist eine normale Stadt. Jeder hat seinen Job her. Dann Geschichten, eine Beziehung. So halt das richtige Leben. Und da treffen dann ein Predalien. Und ich glaube, so aus diesem kleinen Raumschiff sind vielleicht noch zwei, drei Facehugger. Und dann sieht man auch gleich, in welchem Level das geht. Es stirbt als erstes erstmal ein Vater und ein kleiner Junge, ich glaube 10, 11 Jahre. Das ist krass, also ich mag das eigentlich gar nicht und ich werde das auch nie mögen können. Dieser Film, Alien vs. Predator 2, zeigt etwas, wenn man jetzt von diesem Alien-Predator-Universum geht. Alle Alien-Filme, die es gibt, die spielen nicht auf der Erde. Die spielen entweder auf irgendwelchen Planeten oder auf einem Raumschiff, wie in dem ersten Teil, oder auf Gefängnisplaneten. Hier landen Aliens auf unserer Erde, so in unserer Zeit, damals 2007. Und das ist, ich sage ja schon immer, ein Predator hat ja eine Moralvorstellung, gibt ja, der bringt keine Frauen um, der bringt keine Kinder um, der bringt noch nicht mal kranke Menschen um, selbst wenn sie am Anfang noch angreifen, selbst eine schwangere Frau, siehe Predator 2, siehe Alien vs. Predator 1 mit Mr. Wayland. Ein Alien kennt das nicht. Ein Alien bringt alles um. Und eigentlich können sich ja Aliens nur durch diese Facehugger entstehen ja neue Aliens, wenn die durch den Brustkorb rausgehen. Bei den Predalien ist das anders. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Fortpflanzungsmethoden bei einem Predator ist. Hat mich jetzt nie wirklich interessiert. Jedenfalls Fakt ist, dass dieses Predalien selbst Eier im Menschen einführen kann. Auf Deutsch, es braucht keine Facehugger mehr. Die ersten paar Facehugger, die da von diesem Raumschiff weg sind, die haben sich dem Vater da, dann so einen Jungen, dann geht es da so eine Suchaktion los.
Und dann werden dann noch genug Obdachlose. Aber wie gesagt, dieses Predellen kann selbst diese Eier produzieren. Das heißt, ein Mensch kann gleich mal 4, 5 Aliens gebären und nicht nur eins, wie es normalerweise ist, wenn es durch den Brustkorb raus ist. So viel zumindest erstens mal zum Alien und zu diesem Predalien. Jetzt kommen wir mal zum Predator. Und das ist richtig, richtig geil. Der Predator ist kein normaler Predator. Wir haben jetzt im ersten und zweiten Teil haben wir diese Hunter gehabt, also diese Jäger. Im Alien vs. Predator haben wir Teenager gehabt, die ihre Jugendweihe nicht schaffen. Jetzt haben wir einen Predator, der weder ein Teenager ist und noch ein Jäger. Dieser Predator, und das steht sogar hier drinnen mit in dieser DVD-Version, das ist so ein kleines Heftchen beigelegt, ist ein Cleaner. Sowas wie der verwischt Spuren. Der Predator, der, man merkt doch, der hat schon genug Kämpfe gemacht. Ein Predator hat ja immer diese vier Zähne da. Da fehlt sogar schon einer. So wird wahrscheinlich weggeätzt von dem Alien sein. Der hat auch krasse Waffen. Der hat einen Alien-Schwanz als Peitsche. Minen, so mit Laserstrahlen. Also man sieht immer eine Menge Zeug, was man vorher noch nicht gesehen hat. Und der hat es echt drauf. Der kommt dann halt auf die Erde. Man sieht das erste Mal sogar mal so einen Predator-Heimatplaneten. Schade, dass es bis dahin nie wieder weiter ausgeführt wird, aber trotzdem, es ist geil. Es ist einfach geil. Dieser Predator kommt da an, er kommt in diesem Raumschiff an und checkt erstmal alles. Er nimmt so eine Maske von so einem toten Predator, setzt sie auf und ist so, als ob er so zurückspult, um zu gucken, was dieser Predator gesehen hat. Und er sieht dann, dass es ein Predalien ist. Sieht dann auch die Spuren, weil er ja immer wieder seine Sichten umtauschen kann, dass da Facehugger raus sind. So Aliens lassen ja so einen Schleim da immer so. Also der erkennt halt alles. Der vernichtet alles, der vernichtet das Raumschiff, der findet auch die Leiche von dem kleinen Jungen und dem Vater. Und dann kommen wir wieder, hat er diese blaue Flüssigkeit, die man schon im Predator 2 sieht. Und diese blaue Flüssigkeit zersetzt alles in ein paar Sekunden. Also es bleibt nichts mehr übrig, ein Cleaner. Also der verwischt alle möglichen Spuren. Und der hat es einfach drauf. Der muss man vorstellen, der ist ganz alleine das System. Egal, der wirklich, der zieht vollkommen durch. Der nimmt sich noch wohl aus dem Raumschiff, bevor es in die Luft gesprungen hat. Er hat dann sogar noch zwei Waffen hinten drauf. Normalerweise haben sie aber noch mal eine. Er hat zwei. Und dann geht's los. Die Alien drehen wirklich frei. Der Predator geht runter in die Kanalisation, wo sie da solche Obdachlosen umgebracht haben, die Aliens. Und er macht sie so eine Falle. Er macht da so an die. Man sieht das so auf so einer Karte, so mit so ein paar Eingängen, so wo er so langlaufen kann, macht er überall diese Minen dran mit solchen Laserstrahlen. Wenn da was durchkommt, wird es sofort zerlegt, so wie Resident Evil 1, wenn da diese Laserstrahlen kommen. Und dann gibt es dann noch das erste Aufeinandertreffen. Er hat doch so zwei Aliens links, rechts und eine Hand. Es ist ihm egal, er macht die da alle kaputt. Das Predalien haut ihn so voll weg, dann stürzt so die Erde ein, dann sind sie voneinander getrennt und dann kommen die Aliens von der Kanalisation hoch in die Stadt. Und dann fängt das Massaker an. Man muss Aliens wirklich wie so ein Parasit sehen. Die schaffen das wirklich in, weiß nicht, 24 Stunden. So viele Opfer und es sind unendlich viele Aliens durch dieses Predalien. Dieses Predalien bringt ein ganzes Krankenhaus mit schwangeren Frauen und alles. Es ist so schlimm. Man sieht das auch alles. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und der Predator ist halt immer auf der Hut und jagt diese Aliens. Und es sind halt so viele. Der wird doch verletzt, der wird am Bein verletzt. Er muss sich selbst verarzten. Da gibt es so eine coole Friedhofsszene, die ist, glaube ich, nur in der Extended Version dabei. Da ist so ein Typ mit einer 357er, der ist ja voll paranoid, merkst du schon. Und da ist so eine Frau mit so einem Kind, sie ist Soldatin. Das Kind hat aus dem Fenster schon so einen Alien gesehen, es hat leider den Vater erwischt. Es wirklich gibt keine Kompromisse, den Alien ist das alles egal. Der Predator schießt von diesem Paranoiden den Kopf weg. Er sieht die Frau und das Kind und wie der Predator das ist. Er bringt sie nicht um. Er macht das nicht. Er hat einen Ehrenkodex. Er zieht das knallhart durch und bleibt seiner Linie treu. Bis zu einem absoluten Showdown am Ende, wo es nur noch Aliens, das ganze Krankenhaus, was da ist, ist also voll mit Schleim. Und da gibt es halt noch einen Sheriff.
cooler Schauspieler, der macht bei Fast and the Furious mit, der spielt da den Braga. Ich habe leider jetzt den Namen nicht im Kopf. Blende ich ein, da ist, ich glaube, irgendwas mit Ortiz oder so. Und da gibt es halt dadurch, dass diese Aliens diese ganze Stadt überrennen, da kommt sogar die Nationalgarde, die keine Chance haben. Die Alien bringt den ganzen Squad da um, es hat keiner eine Chance. Und das US-Militär beschließt halt, also das US-Militär und wahrscheinlich diese Yutani Corporation, komme ich gleich nochmal drauf zurück zum Ende, die beschließen halt, die Stadt komplett zu vernichten. Wie ein Outbreak, lautlose Killer, um das Virus da zu töten, wollen sie das mit dieser Bombe da in die Luft sprengen, um alles platt zu machen. Genau dieselbe Reaktion wird daraus. Es ist wie als ob ein Megaparasit diese Aliens, was man da drinnen sieht, dann sieht man auch, es ist unfassbar. Die könnten die ganze Erde auslöschen, wenn es den Predator da nicht geben würde. Es gibt dann halt diesen Gefängnis, diesen Rick, der hat dann noch seinen Bruder dabei und seine Freundin, die er da liebt, und dann noch hier den Ex-Freund, und sind da alle, die werden alle Stück für Stück dezimiert, außer die zwei Brüder, die Frau mit dem Kind. Die schaffen es, davon zu kommen. Da gibt es dann halt auch den Showdown zwischen diesem Cleaner Predator und gegen das Predalien. Die schenken sich nichts. Das ist auch für mich auch ein Unentschieden. Am Ende wird halt die Bombe abgeworfen und alles ist platt. Das Coole ist, dass einer von den Brüdern, dieser Rick, der hat diese Predator-Waffe dann am Ende sogar, schießt dann auch auf ein paar Aliens, und wo die schaffen es aus der Stadt raus mit einem Helikopter, machen eine Bruchlandung, werden dann von Navy SEALs, also der US-Armee, dann aufgegriffen. Er gibt dann natürlich die Waffe ab, und diese Waffe landet halt bei Mrs. Yutani. Und jetzt sind wir wieder beim Alien kennen. Die ganze Firma, die das spielt ja immer 200 Jahre voraus, glaube ich, 200, 300. Und das heißt ja immer Wayland Yutani. Also hat man jetzt im ersten Teil hat man den Wayland gesehen, jetzt im zweiten Teil die Yutani, und die werden wahrscheinlich dann irgendwann fusionieren. In den zwei Filmen ist es noch nicht so weit, dass es dann Wayland Yutani ist. Das ist halt dieses Easter Egg, was sie darauf gepackt haben. Ja, also es ist ein krasser Splatter-Film. Mehr Alien vs. Predator geht in dem Punkt nicht. Viele mögen den Film nicht, sagen, es ist halt auch zu dunkel, er ist dunkel. Aber wenn man so die beste Qualität davon hat, ist es ganz, man kann das wirklich gucken. Es ist nicht mehr so schlimm. Also wie ich euch ja gesagt habe, die DVD geht gar nicht mehr. Und es ist einfach nur geil, so wie unterschiedlich halt das immer wieder mit diesem Predator ist. Wir haben zwei Jäger, wir haben die Teenager in Alien vs. Predator 1 und hier diesen Cleaner. Und dieser Cleaner ist einfach der absolute Hammer. Und die Aliens sind so gnadenlos, wirklich so unendlich gnadenlos. Es ist nichts für schwache Nerven. Das ist definitiv mein Review von mir für euch für Alien vs. Predator 2. Und damit wisst ihr jetzt als nächstes Predators und dann Predator Upgrade und. Shut the fuck up. Ja, ihr wisst, was dann danach kommt. Dann geht's ab weiter mit Prometheus. Wir ziehen das Knaller durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch den an, aber ihr wisst Bescheid. Der Film ist seiner FSK 18 zu 100% gerechtfertigt. Zu 100%. Das kann ich euch versprechen. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Euer Pete, Alien vs. Predator 2. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. We love movies, we live movies. Peace. Das seht ihr hier auch ordentlich drauf. Zack. Elvis wieder was fürs Outtake. Shut the fuck up.